Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Satisfactory. Wieder mit dabei der Robin, die Lola und der Decker. Hi. Hi. Schön, dass ihr da seid. Der Kai, also der einzig Bartig, konnte leider die Sonntagsfolge nicht mitmachen, weil er morgen früh raus muss. Wir produzieren die Sonntagsfolge am 20.10.2021. Das bedeutet in der Vergangenheit. So, der heutige Plan ist, ganz gemütlich zum Sonntag, wollen wir die Produktionskette so abschließen, dass am Ende das wichtige Material rauskommt. Und zwar heißt das, wie hieß es? Ich hab's vergessen. Intelligente Beschichtung. Intelligente Beschichtung, also das, was mir fehlt, das wollen wir heute hier in dem Spiel im Prinzip herstellen. Ja, und dazu bedarf es noch einiger Kleinigkeiten. Aber genau. Dazu wissen die anderen mehr. Ich bin wieder bloß mit und schau dumm aus der Wäsche. Ja, die Lola und die Decker, die hatten ja jetzt in der letzten Folge die Produktion, die ich schon angefangen hatte, hier auch zu Ende entwickelt. Man sieht ja schon, es ist schon gewaltig viel hier dafür, dass wir eigentlich nur 50 von diesen Beschichtungen brauchen. Und da werden sie uns bestimmt jetzt so einiges zu erzählen können. Das, wie zum Beispiel, wo brauchen sie jetzt wie viel Eisenerz gerade? Ich glaube, hier brauchen sie bloß eine Spur, ne? Habt ihr da diese vier Spuren an Eisenerz, die übereinander liegen? Sind das jeweils eine Eisenerzmine oder sind das zusammengesteckte? Das ist jeweils eine Eisenerzmine. Ja. Okay, also kommen da 30 raus. Mhm. Gut, ist Bescheid. Oh, warte, ich stehe im Weg. Ja. So, und er hat es mal selbst gemerkt. Ich schaue am besten die Produktionskette mal so mittig an. Also da kam das Eisenerz rein, dann wird hier gerade nichts produziert, warum auch immer. Hier werden Rohre produziert. Und dann geht es hier hinten weiter Richtung Endprodukt. Ah, hier sind Schrauben oder Bolzen, was auch immer das ist. Mhm. Also in der rechten Produktion, die ja gerade läuft, auch für dich, ne? Ja. Ich versuch's jetzt mal. Also wir haben hier das Eisenerz, was wir runterholen, dies wird wiederum produziert in Eisenbarren. Dieses Ganze hier, da wird gesplittert und gehen in die Konstruktoren rein, die dann wiederum Eisenstangen produzieren. Oh, Alter, das dröhnt, wenn der hier anfliegt. Entschuldigung. Genau, hier könnt ihr sehen, dass die Eisenstangen rauskommen. Das wird quasi nicht mehr gesplittert. Die gehen einfach hinten durch zum Fabrikator. Da wir aber nicht nur Eisenstangen brauchen, sondern auch Schrauben, haben wir hier nochmal einen Splitter reingehauen, der das Ganze verteilt, weil für die Schrauben brauchen wir Eisenstangen. Das heißt, diese Eisenstangen gehen wiederum in andere Konstruktoren, die dann die Schrauben produzieren. Die wiederum werden auch hier fertig, ne, kommen sie raus, das wird auch nochmal wieder gesplittert und geht dann hier zum Schluss in den Fabrikator rein, der dann hier die Rotoren produziert, die wir benötigen. Das ist echt irre. Und das Gleiche, was hier passiert, also auf der linken Seite, was ich jetzt gerade gezeigt habe, funzt jetzt quasi auch auf der, linken Seite. Also hier ist von links. Das andere rechts. Genau. Und hier geht quasi alles rein. Hier werden Eisenplatten und Schrauben produziert. Dies wiederum wird dann im Endergebnis im Fabrikator in verstärkte Eisenplatten umgewandelt. Diese beiden wiederum haben wir dann auch angeschlossen. Hier ist auch noch mal einer. Hier so ein Verteiler. Der geht dann hier noch mal rein, falls Überschuss produziert wird. Aber die beiden Endproduktionen, also hier sieht man ja schon den Rotor. Und hier kommen dann später die verstärkten Eisenplatten. Und das wiederum geht dann auch wieder in einen Fabrikator, wo dann die intelligente Beschichtung hergestellt wird. Absolut irre. Aber ich glaube, die Zuschauer, die wissen ungefähr, auf was es hinausläuft. Also im Prinzip muss am Ende alles hier in diese Kuchenbude reinlaufen, damit dort auch die intelligente Beschichtung rauskommt. Und die lagert dann hier drin. Kann ich mich ja auch gleich mal nützlich machen. Ich glaub, Decker oder Lola, ich glaube, hier hinten ist ein kleiner Denkfehler drin, wo ich gerade stehe. Oh, ich komme. Moment. Bei den Konstruktoren hier
Die brauchen jeweils 30 Eisenbarren. Und es ist nur eine Schmelze dran. Die 30 herstellt. Also da fehlt noch eine Schmelze, ne? Wo war das? Wo? Was? Warte. Hier bei dem. 3, 6, 90. Mathematik, Leute. Mathematik. Das sind jetzt erstmal 60 in Produktion, die wir hier haben. Also dann noch. Eine Schmelze fehlt noch, wie du eine Schmelze fehlt. Auf der rechten Seite. Ja. Oh. Ja. Weil, also auf der linken Seite passt das, weil das sind. Weil hier werden Stangen produziert, die benötigen 15 pro Minute. Also 15 Eisenbarren pro Minute werden verbraucht. Da passt das mit einer Schmelze, aber die andere Seite, die rechte hier, die macht Platten. Und die braucht dann einfach mal 30 Eisenbarren. 30. Das ist das Doppelte. Mhm. Also da müsste ich jetzt nochmal ein Förderband hier mit rüber klamüstern und eine Schmelze muss dazu. Ja, das Förderband hier könnte dann ja quasi ab. Das Äußere kann dann in den gelegt werden. Upsala, Entschuldigung. Und das in der Mitte, der hier geht dann an den ran, quasi. Wenn ich das jetzt richtig habe. Die Hauptsache ist ja, dass ihr den Durchblick habt. Ja, noch du nicht. Du hast keinen. Naja, also ich, so grob verstehe ich das ganze Prinzip schon, aber ja. Robin hat ja vorhin in der Raucherpause gesagt, dass er selbst ungefähr 2 Staffeln Satisfactory brauchte, um in das Spiel reinzufinden. Ja. Und bei mir werden es dann wahrscheinlich 10 Staffeln werden, um in das Spiel reinzufinden. Also, liebe Zuschauer von Beutel, ihr wisst schon Bescheid, der Beutel, der macht da jetzt 10 Staffeln von diesem Spiel. Da müsst ihr jetzt mit leben. Ja. So hast du das gedacht. Okay, jetzt habe ich das hier fusioniert. Mir fehlen 2 Passt das? Verstärkte. Ich kann das Band nicht bauen. Wo bist du, Decker? Ja, Lola macht schon. Achso. Weil ich habe auch noch Verstärkte. Also, ihr baut jetzt. Aber wozu Verstärkte? Moment, wozu braucht ihr gerade Verstärkte? Ich brauche keine Verstärkte, ich habe die Aber das Band gebaut. Auf 2. Was? Wieso das Band auf 2? Ein Band auf 2 macht 120 Beförderung pro Minute, wir brauchen nur 60. Ich habe überall mit 2 hingebaut. Das ist Verschwendung. Tut mir leid. Ja. Später, wenn wir die Dinger in Massen haben, ja, dann kannst du alles auf 2 und 3 Watt nicht alles. Aber jetzt ist es gerade, bringt nicht viel, außer dass es schneller da ist, aber wir produzieren ja nicht schneller. Weißt du? Das stimmt. Warum kriege ich jetzt keinen Strom ran? Was, wie, wer, wo? Was kaputt? Fliegt schon wieder dieses Vieh drüber. Mhm. Ah, ich habe kein Kabel im Inventar. Ja, okay. Ach so, du brauchst das Kabel. Hier, guck mal. Ja. So, jetzt sollte es. Jetzt sollte es klappen. Ja, jetzt produziert er auch. Okay, ist ja alles angeschlossen. Elektromäßig, ja. Hat 100%. Hier drüben stauen sich schon ein bisschen die Eisenbarren. Das ist gut, wenn sie sich stauen. Lieber eine Überproduktion als zu wenig. Wo ist denn eigentlich der Ursprung hier der Generatoren? Hinterm Lift, sozusagen. In der Richtung. Da sind die Generatoren. Da haben wir jetzt gerade 6 Generatoren stehen. Die sollten 180 Megawatt rausknallen. Und da am Elektromast können wir auch gucken, was wir produzieren. Da reicht jetzt wirklich ein Kabel, was ihr bis dahinter gezogen habt? Und das splittet ihr dann, oder was? Ja. Ja, quasi. Ah, okay. Das reicht vollkommen aus. Und später können wir es sogar noch schöner gestalten. Da gibt es Wandhalterungen für die Kabel. Ja. Und Deckenhalterungen, sodass wir das aus dem Weg räumen können. Dass es irgendwo an der Wand oder an der Decke klebt mit dem Kabel. Ja, aber gut, mein Gott. Das ist ja hier Fabrikspiel, weißt du? Da muss auch überall ein bisschen was stehen. Ja, du kannst es aber später halt vom Platz her effektiver nutzen, wenn du halt die Kabellage an die Seite liegen kannst, weißt du? Ja. Und ich habe hier eine Natur Grafikbox heute. Was ist denn los? Ich aber jetzt auch. Jetzt habe ich hier irgendwelche Lichter von Schmelzen, die hier nicht mehr stehen, noch zu hier drinne. Und habe hier oben drauf noch den ganzen Rauch in der Luft zu hängen, obwohl die Schmelzen weg sind. Unglaublich. Unglaublich. Und gleich mal eine Petition schreiben hier. Ich sag ja, wer weiß, was die unterwegs genommen haben. Ja, auf jeden Fall Uran. So, jetzt gucken wir mal hier. Hier haben wir 99% in der Schraubenproduktion, das ist schön. Hier ballert er 80 Schrauben pro Minute raus. Und ihr braucht da hinten... Aber wieso läuft hier nicht durch doch jetzt hier? 60. Okay, also haben wir eine Schraubenüberproduktion, das ist sehr gut. Dann können wir später sogar Schrauben abzwacken. Ja. Machen wir bei dem anderen schon. Genau.
Der andere, braucht 100, braucht 100 und wir stellen 120 her. Das sieht voll... Hier ist der okay. Jetzt sehe ich hier den Container. Cool. Das sieht voll aus wie in Leuna. Wer Leuna kennt, liebe Zuschauer, ja, das ist so ein... ist so eine ostdeutsche... Ist so eine Kleinstadt, glaube ich, mit... Die eigentlich nur aus Fabrik besteht. Mhm. Wenn ich Blödsinn erzähle, liebe Zuschauer, dann schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, es ist nicht Fabrik, sondern irgendwas anderes. Kraftwerk, irgendwas. I don't know. Ich hab bloß immer schon als Kind die Lichter gemacht. Wenn man da mit einem Auto dran vorbei ist. Es hat halt im Dunkeln voll geleuchtet. Dieses komplette Ding sah aus wie... Ja, wie außerordentlich, wie in einem Bohrkubus oder so. So, ich will auch eine Aufgabe. Ich nehme hier einmal alles raus. Die wichtigen Materialien, die nehme ich raus und versteck die verteilt auf der Karte. Und, ihr müsst die dann finden. Du kannst sehr gerne mithelfen, mal zu gucken, ob hier alles rund läuft. Weil ich merke gerade zum Beispiel, hier hinten läuft eine Schmelze mehr oder weniger kalt. Die hat zu wenig Eisenerz bekommen. Die Schmelzen sind die Dinger mit den schwarzen Wolken, ne? Genau. Und ich glaube schon zu wissen, woran es liegt. Ach du Scheiße, okay. Ich dachte, das sind zusammengelegte Minen. Ich habe jetzt hier eine Mine für zwei Schmelzen angeschlossen. Und ich dachte, das ist zusammengefasst worden. Auf ein Band. Gehen wir aber hin. Ich blick nicht durch. Das ein Band ist jetzt quasi von der ersten Mine. Ich check mal kurz. Da mache ich mir mal kurz eine Erweiterung von der Plattform. Also ein Band ist hier noch offen, ne? Wo welches? Wir haben noch mehrere offen sogar, möchte ich behaupten, ne? Ja. Also zwei Bänder laufen gerade aktiv, das heißt... 1, 2, 3. Hä? Warte mal. Ah, stimmt. Eins. Nee, warte. Eins, das ist jetzt zwei, ein bisschen... Drei. Blöd gelaufen, aber wir kriegen es korrigiert und repariert. Ich blick genau, nicht durch. Das war das unterste Band, was du jetzt gerade hattest, was von der ersten Mine unten kam. Ja, wie gesagt, das war so ein Kommunikationsfehler einfach. Ich hatte es irgendwie so verstanden, dass ihr in dem untersten ersten Band schon mehrere Minen zusammengelegt hättet, aber war ja nicht der Fall. Nein, das war noch nicht so. Das und liebe Zuschauer, lasst euch... Ja, und liebe Zuschauer, lasst euch nicht irritieren, wenn hier irgendwie nur ein so ein kleiner Eisenerzbrocken manchmal drauf zu sehen ist oder irgendwie das so aussieht, als wenn sich das stauen würde oder was auch immer. Das ist ein Bug. Es ist tatsächlich nicht der Fall. Wir haben hier echt einen Anzeigefehler drin, einen Anzeigebug. Und das sieht man vor allem, wenn man hier eine Weile lang zuguckt. So wie das auf dem Förderband jetzt gerade hier läuft, kann das rein physikalisch gar nicht laufen. Geht gar nicht. Wichtig ist, wenn wir hinterher in die Verbrauchstelle reingucken, dass wir sehen, aha, 100% Effizienz, die sehen wir hier. Alles gut, alles läuft. Und hier müsste sich halt auch irgendwann noch ein bisschen Eisenerz anstauen. Oder ich kann das auch einfach schon mal so machen. Einen kleinen Puffer hier reingelegt an Eisenerz, weil ich das gerade vom Förderband runtergenommen habe. So. Übrigens auch für die anderen Mitspieler, ihr könnt auch Sachen vom Förderband runternehmen, ne? Wenn ihr mal irgendwie dringend was braucht. Mhm. Wenn man sehen würde. Wenn man sehen würde, ja. So, stimmt. Aber witzig, ne? Also, wenn es wirklich nicht zu sehen ist, kann ich auch nichts aufheben. Interessant. Ich schau mal kurz in das Forscherlabor. Wo ist denn das? Boah, hat das doch Kai hingebaut. Ich glaube, hinten beim Hub. Hinten in diesem Hinterhof, wo die Werkbänke stehen, hat das, glaube ich, gebaut. Ja, also alle. Doch, alle Maschininskis laufen auf 100%. Ja. Aber ja. Was echt saumäßig komplex war, und das ist gerade mal der Anfang. Ja, ich bin ganz begeistert, nicht Kappa. Heißt das Ding Ausrüstungswerkstatt? Nee, das heißt... Nee, das ist rechts daneben. Mam, alles klar. So, soll ich mal was erforschen? Mach doch mal, zeig deinen Zuschauern noch. Wenn du Material hast, dann hau rein. Nö, das hab ich nicht. Das hat keiner von uns. Gut, bis zum Fabrikator hinten läuft alles auf 100. Wunderbar. Fabrikator nicht, oder wie? Ja doch, bis, also inklusive dem inklusive dem Fabrikator läuft alles auf 100%. Okay. Jo, dann hau ich uns mal den Ressourcenschredderer Bonusprogramm frei. Ach, die Eine Armierpistole meintest du vorhin, Decker, ne? Genau.
Ja, dafür brauchen wir 25 Rotoren, 500... Ich habe auch durchgebrannt. Oh Gott. Entschuldigung. Wieso? Ach, ich weiß warum. Ja, scheiße, weil ich hier gerade Material in den Container genommen habe. Wir müssten noch ein paar Generatoren mehr anschließen. Wäre mal ganz cool, wenn es mal kurz einer übernehmen würde von euch, bitte. Holy dann könnte ich jetzt hier erstmal mit der Forschung weitermachen. Wie mache ich das? Baumenü, Energie, Biomasse-Generatoren. Oder, anderer Tipp, drück mal F und dann mit der Maustaste auf das Ding, was du bauen möchtest. Die Frage ist, wo soll ich jetzt die Dinger auch hinbauen? Hier nehmen die anderen immer so ein Viererpack nach Möglichkeit. Damit wir schön platzeffizient bauen können. Mal gucken, wie habt ihr die hier angeordnet? Das ist eigentlich wurscht, die kommen sowieso bald weg, wenn wir Kohle anschließen. Also wie rum sie stehen, ist wurscht. Die werden ja manuell befüllt. Achso, mir fehlen wieder Baumaterialien. Ah, alles klar. Sinnlos. Ja, dann macht ihr und ich guck zu. Ich bin völlig lost. Ja, ich kennt man ja nicht anders von dir. Aber ich hab Stromkabel. Ach nee, hab ich auch nicht. Hab ich alles Robin gegeben. Ich hab auch keine Kabel. Scheiße, warte mal, ich brauch jetzt mal wieder Draht. Und was habt ihr denn überhaupt? Na, wir haben gerade alles verbraten. Alles verbaut schon oder in die Forschung reingedonnert. So, Forschungsbank war ich. Der ist auch an. Der ist auch an. Was? Den habe ich gerade angeschlossen. Und hier noch. Haben wir denn schon 25 von diesen komischen Dingern da? Bei den Rotoren wahrscheinlich noch nicht, weil die jetzt gerade in Produktion gegangen sind. Obwohl, warte mal, Lola, die habe ich von Rotoren in die Hand gedrückt. Wie viel waren das? Ja, egal, ich mache erstmal was anderes. Alien-Panzer, wo finde ich denn das? An der Kiste im Hub hatte ich immer Alien-Panzer reingeschmissen. 40 habe ich. 40 Rotoren? Das sind doch, ist doch genau die Menge, die wir brauchen. Echt? Ausreichend Menge. Wir brauchen 25 davon. Eisenhaus, hä? Gib. In der Kiste oder an der Kiste? In der Kiste müssten Alien-Panzer liegen. In der Kiste im Hub. Ah, nee, ich gucke immer auf die falsche Seite bei den Kisten. Ah, hier, und es sind auch nur zwei. Ah, okay. Es sind echt nur zwei. Okay, dann ist das meine Aufgabe, Alien-Panzer zu besorgen. Brauche ich Ach, da ein spezielles Werkzeug? Nö, ich baue die einfach ab. Das Hub hier hat keine Verbindung mit Strom und so. Ach, das ist gar nicht tätig, ne? Genau, brauchen wir auch nicht. Weil das war immer blöd für mich zum Nachfüllen von dem Brennstoff, wenn die einen Generatoren 20 Megawatt herstellen und dementsprechend auch einen Verbrauch von Brennstoff haben und die anderen aber 30. Und ich habe dann einfach irgendwann gesagt, mir so beim Umbau, ey komm, ich klipp's die jetzt ab und mach wirklich die separaten Generatoren. Da weiß ich, okay, jeder von denen produziert 30 Megawatt und hat denselben Verbrauch. Weil es hängt alles zusammen in einem Stromnetz und wenn halt irgendwelche Produktionen stillstehen, umso länger hält der Brennstoff vor. Und so brauchte ich nur noch einmal am Tag Brennstoff nachfüllen. Du Fuchs, du. Ah, okay. Manchmal hat das drauf, ja. Aber nur manchmal. Zu teuer? Ach, mir fehlen da 500 Schrauben. Ah. Also der Fabrikator vom Rotor, der zieht die Schrauben gar nicht schnell genug rein, sehe ich gerade. Das ist mir gerade auch aufgefallen, aber er läuft trotzdem auf 100%. Ja, aber der hat immer eine kurze Pause, weil zu wenig Schrauben dann drin sind. Aber weil der die nicht schnell genug reinzieht. Ist das schon Level 2 Förderband? Weil er braucht da 120 Schrauben, ne? Dann legt einfach mal manuell einen 50er Stapel oder was auch immer Schrauben da rein. Habe ich gerade gemacht, sofort weg. Was? Und das sind alles MK2 Förderbänder. Nee. Oha. So. Da muss da irgendwo noch eine Lücke drin sein. Das ist eins. Ein kleiner Nachteil ist natürlich noch bei den ganzen Fusionatoren und Splittern. Die verzögern den Weitertransport immer noch mal um ein paar Millisekunden. Nee, das heißt, je weiter du es ausblittest und je öfter du es fusionierst und je weiter du es ausblittest, desto häufiger kann es dir passieren, dass es Verzögerungen gibt. Ja, das Problem ist dadurch, dass die teilweise unsichtbar sind, siehst du es aber auch nicht. Ja. Aber halt wenigstens im Fabrikator siehst du, was wirklich da ist und was ankommt. Ich finde hier keine Aliens. So, ich habe jetzt mal einen vollen Stack reingepackt, dass er mal durchproduzieren kann. Und dass sich das dahinter mal ein bisschen schauen kann. Z-
zur Not gucke mal bei dem anderen Fabrikator, wo eine Schraubenüberproduktion da ist, ob du da vielleicht noch was abzwacken kannst und zusammenfügen kannst zu dem Fabrikator, der zu wenig Schrauben hat. Was ist hier gerade explodiert? Warum ist in manchen Sachen die Rezepte auf einmal weg? Das ist manchmal ein Bug. Ach, da ist nichts explodiert. Das war der Eintritt im Orbit. Unser Hub kommt zurück. Ah, unser Shuttle. Aha. Der Bug ist aber echt nervend. Ja. Heute ist irgendwie besonders schlimm. Ich hoffe echt, dass wir dann ab der nächsten Version vom Spiel da weniger Probleme haben. Stimmt, liebe Zuschauer. Nächstes Wochenende quasi. In der Freitagsfolge sind wir dann schon... Oh, ist das ein Alpha? Sind wir dann schon im Update? Wie heißt das? Update 5 ist es da. Update 5. Also hoffentlich sind wir dann schon da. Wir müssen natürlich gucken, kriegt G-Portal das so hin, wie wir es brauchen, ne? Oh, dass wir hier vernünftig und dediziert, relativ dediziert zumindest, zocken können gemeinsam. Okay, ich bin gestorben. Bist du weit weg? Mhm. Warum gehst du überhaupt weg? Na, weil ich diese blöden Panzer gesucht habe. Ah, scheiße. Warum hast du nichts gesagt? Ja, egal. Ich gehe halt jetzt nochmal dahin. So, sonst wäre einer gekommen, hätte dich aufgehoben. Oh, wie kommt man denn hier runter, verdammte Scheiße? Wenn dann viel Not, bau dich unten runter. Ich lauf mal mit dem Beutel. Ja, das ist komisch. Ich muss gucken, wo war denn jetzt meine Leiche? Ich denke mal da, wo die Kiste ist. Ja, genau, es wird ja auf dem Kompass angezeigt. Eigentlich. Normalerweise. Ja, da war, glaube ich, irgend so ein Alpha. Sorry, Lola, dass ich dich unterbrach. Naja, alles gut. Hätte der Robin mal die Knarre geforscht. Ja, ich bin ja gerade dabei. Ich mache sogar gerade schon manuell weitere Rothoken, damit wir die Munition dafür erforschen können. Kostet mich auch nochmal 25 Rothoken. Mam ist gerade durchgelaufen, hoffentlich, oder? Sind schon 5 Minuten rum? Ich habe keine Zeit dafür mehr. Nee, wir müssen noch 3 Minuten warten, bis das Mam durch ist mit der Amir-Pistole und dann brauchen wir noch die Munition. Und das geht aber 3 Sekunden erforscht, dann können wir den Abschluss der Folge mit einem kleinen Schießduell beenden. Wir werden sogar ein kleines bisschen in die Überlänge gehen müssen. Ein paar Minütchen. So, hier muss es irgendwo gewesen sein. Ich weiß gar nicht mal, warum ich jetzt hier hingerannt bin. Schön. Ach. Jetzt sehe ich erst. Wollte ich mal gucken. Zur Map meiner Leiche. Gesaugt. Oh. Decker und Beute, wenn ihr zurückkommt, nehmt doch bitte mal ein bisschen Blätter und Holz mit. Ja. Weil unsere Biomasse ist bald dem Ende geneigt. Boah. Unsere Energieproduktion ist wirklich hart an der Grenze jetzt. Krass. 210 können wir produzieren. Maximaler Verbrauch ist 208. Wie war alles nehmen? Okay. Wie kann ich denn hier alles? Ach, hier. Genau, der ist aber schon ziemlich angeschlagen, Decker. Hab keine Angst. Hast ihn schon einmal angetitscht mit einem Wattebällchen, ja? Ist der so hart, oder was? Ach, du hast Alien Panzer gesucht, nicht Organe. Ich hab mich gewundert, warum hat denn der jetzt bloß 2 Panzer da drin? So viel wird er doch gar nicht drin. Ja, er liegt voll ins Arschloch gestochen. 3-mal Alien Panzer. 3-mal nur? Oh. Aber hier ist noch eine Elektroschnecke. Wer von euch hat eigentlich keinen Zepper mehr? Weil hier liegt schon seit einer Woche ein Zepper in der Truhe rum. Du, keine Ahnung, ich hab alles. Ich auch. Was sind das hier für komische Eier? Das sind Bienen. Tun die was? Oder? Ja. Ja, die tun weh, wenn du sie aggressiv machst. Zu spät. Hab's. Bei denen kann ich ja sagen, da bin ich sehr erstaunt, was die Entwickler da gemacht haben. Die gehen vor wie Wölfe. Eine Biene lenkt dich ab und 2 attackieren dich von der Seite und hinten. Okay. Und das mit dem Zepper ist ein bisschen undankbar. Also da freut man sich schon drauf, wenn man dann später bessere Nahkampfwaffen hat.
Ja, gut. So, letzte Minute noch, dann ist Armierpistole durch und dann können wir aber gleich die Munition hinterher erforschen und dann können wir das Ding mal basteln und ein bisschen auf uns schießen, ne? So, drei AM-Panzer. Heute hast du Treibstoff mit? Ja, oder? Ja. In der Eisenproduktion ist irgendwas. Brauchst du mit was? Eisenstangen. Ja. Okay. Was sagt die Lola? Mit der Eisenproduktion ist irgendwas mit den Eisenstangen? Ja, die eine Taktung bei dem Fabrikator, ne? Die ist bei Tack, wo der da, wo Decker gerade sagte, dass da die Schrauben und so ein Gedöns fehlen, ne? Also dass zu wenig nachkommt. Oh, Armierpistole. Und bei der einen, bei dem einen Fabrikator ist halt Taktung, Tack von den Schrauben. Weißt du? Ich weiß jetzt ganz genau, was du meinst. Ein Fabrikator läuft mit der Taktung der Schrauben deutlich langsamer und weniger, weil die mit den Eisenstangen da hinten nicht vorankommen, dass die Konstruktoren befüllen soll mit den Schrauben. Und somit ist die Produktion nicht schnell genug, wo Decker vorhin noch sagte, da kommen nicht genug Schrauben nach. Zeig mir doch mal bitte, welche. Es kommen genug nach. Das Problem ist, der Fabrikator selber, der zieht die nicht schnell genug rein. Lola, wo bist du gerade? Hm. Ich stehe mitten in der Produktion, ich sehe dich irgendwie nicht. Ich bin ja hinten bist du. Fabrikator, hier. So, und hier stimmt irgendwas mit den Schrauben nicht, meinst du, oder wie? Zum Glück weiß ich nicht, worum es geht. Dem hier. Ja, ich meine, zumindest meine ich das so, dass halten nicht schnell genug. Upsala, Entschuldigung. Hast du reingeguckt in die Fabrikation? Weil es läuft auf fast 100%. Es läuft auch bei 99%. Okay. Also es läuft. Wie gesagt, auf den Förderbändern, das hier, das ist ein Anzeigefehler, Lola. Lass dich davon nicht irritieren. Hm. Auf den Förderbändern selbst ist halt dummerweise eine Fehldarstellung, sage ich jetzt mal. Okay. Manchmal. Und hier hinten bei dem? Wie gesagt, das liegt am Fabrikator, der zieht nicht schnell genug rein, wie der es verbraucht. Das ist das Problem. Okay, dann ist es vielleicht auch ein Bug oder so. Nee, ihr müsst bedenken, dass die Schraubenproduktion, die macht ja immer so vier Schachteln mit Schrauben nach einem Durchlauf. Und das läuft zusammen aus zwei Produktionen auf ein Förderband, was ja im Splittern doch mal ein bisschen sich kleines bisschen verzögert, damit dann 8 hintereinander erst da reinlaufen. Das heißt, wir haben immer so ein paar Abstände zwischen diesen 8 Schachteln mit Schrauben. Mhm. Und das muss erstmal sich eintacken. Man könnte sogar noch sagen, jetzt wo wir die Effizienz regulieren können, wir können sogar auf unter 100% Produktion gehen, bei den verstärkten Eisenplatten zum Beispiel, weil wir haben eh eine Überproduktion davon, damit der weniger Schrauben verbraucht, damit er nicht irgendwann sich auf Null runtersaugt. Könnte man. Wir können es aber auch erstmal eine Weile beobachten und laufen lassen. Und ich gucke einfach mal im Laufe der Woche, wenn ich hier einmal am Tag reingehe und die Energie nachlege, gucke ich immer durch, wie läuft denn hier gerade alles? Ist es noch auf 100% oder nahezu 100% oder nicht? Und wenn nicht, dann drehe ich ein bisschen runter auf 90% Effektivität oder was auch immer. Okay. So, wartet, jetzt können wir aber. Bevor wir die Folge abmoderieren, beziehungsweise ich, muss ich unbedingt noch was machen. So, wartet. Ja, ich würde auch gerade sagen, bevor wir abmoderieren, muss noch was gebastelt werden. Pass auf, ihr werdet staunen. Was auch immer das ist. Ach so, das Forschung starten, das dauert noch 5 Minuten. Schade. Hä? Okay. Ach so, du hast schon die neue Forschung reingehauen, oder wie? Ich habe die Forschung erweiterter Werkzeuggürtel gestartet. Das heißt, in der nächsten Folge haben wir dann einen erweiterten Werkzeuggürtel. Ja, liebe Leute. So viel dazu, ihr merkt schon, ich bin immer noch völlig lost in dem Spiel, aber es ist auch gar nicht schlimm. Ich muss auch gar nicht so viel reden in den Folgen, weil die anderen das einfach übernehmen. Schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag. Kommt gut in die kommende Woche und wir sehen uns dann. Einfach still. Au. Was ist das? Du hast einen Nagel im Kopf.
Au. Ja, die Pistole. Okay. Und wir sehen uns dann in der kommenden Woche, also kommendes Wochenende, am Freitag mit dem neuen Update 5. Und wir sind gespannt, ob wir dann überhaupt diesen Spielstand ohne weitere Probleme spielen können oder ob wir nochmal komplett von vorne beginnen müssen. Das werden wir alles sehen. Ja, Robin, Lola und... Ich muss da noch ganz kurz mit einlenken, bevor du komplett abmoderierst, mein Lieber, tut mir leid. Jo. Sollte es Probleme geben, sollte es Verzögerungen geben, werden wir euch noch mit dem entsprechenden kleinen kurzen Info-Video mal kurz auf dem Laufenden halten. Ich nicht. Wir drücken uns natürlich alle gegenseitig die Daumen, dass das nicht passiert, ne? Dass wir halt mit G-Porte zusammen gleich Hand in Hand gehen können und sagen können, hey, ab über die Blumenwiese, jetzt machen wir hier einfach mit Update 5 weiter, es gibt keine Probleme. Genau. Alles klar, Leute, wisst ihr Bescheid? Und genau, vom Decker konnte ich mich noch nicht verabschieden. Decker, auch dir ein schönes Wochenende. So, ich bin klinisch tot und das ist auch gut so. Bis dahin, Leute. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao. Ciao.